Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder zwei Telefonnachgespräche mitgebracht. Naja, ihr könnt es euch vorstellen, wie immer beide nicht besonders intelligent von den Betrügern her. Es geht wieder um den Finanzbetrug. Hier werde ich wieder von zwei verschiedenen Anrufern terrorisiert, die mir irgendwas aufschwatzen wollen, womit ich mein Geld möglichst schnell im Sand versetze. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Telefonaten. Guten Tag, ich grüße Sie. Elsa Bjerg ist hier, ich melde mich von Handelsplattform. Sie sind bei uns als Kunde registriert, wissen Sie das, ja? Nee, bei welcher Handelsplattform denn? Bitte? Bei welcher Handelsplattform denn? Es geht um Handel mit Bitcoin, mit Rohstoffen. Ja, aber wie heißt denn die Seite? CX Trade. Ach so. Ja, und nun? Da können Sie handeln mit Bitcoin, mit Rohstoffe, Aktien. Ja, das kann man da machen, das ist richtig. Bitte? Ich sage, das kann man da eventuell machen, ja, das ist richtig. Ja, Sie besitzen ein Handelskonto auf unserer Plattform, aber es ist noch nicht aktiv. Damit Sie weiter handeln können, Sie sollen zuerst Ihr Handelskonto aktivieren, wobei kann ich gerne helfen. Aha, und wie geht das? Okay, minimales Startkapital bei uns ist 250 Euro. Und wenn Sie sogar mit kleinster Summe einsteigen, mit 250 Euro von unserer Seite, bekommen Sie dazu 250 Euro als Willkommensbonus. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist was Neues für Sie? In welchem Bereich genau? Ich meine mit Handeln. Also mit Handeln habe ich Erfahrung, ja. Okay, haben Sie es alleine gemacht oder mit Hilfe? Nö, das da bei eBay ist ja relativ übersichtlich. Das habe ich alleine gemacht. Okay, weil für unsere Anfänger haben wir zwei Dienstleistungen entwickelt. Sie bekommen volle Unterstützung von unserer Seite. Eben, Sie können das mit Autotrader machen. Das ist ein Programm, ein Algorithmus. Das können Sie einschalten. Dieses Programm, diese Software können Sie herunterladen. Dann läuft das automatisch. Oder Sie bekommen Ihre persönliche Kontomanager, die machen stündliche Analyse, was auf dem Finanzmarkt passiert. Sie geben alle richtigen Tipps, Signale und Kenntnisse, was Sie für erfolgreiche Handeln brauchen. Und mit diesen richtigen Informationen und Prognose können Sie in weniger Zeit Ihre Ziele erreichen, weil wir sind auch daran interessiert, dass Sie Erfolg bei uns haben, weil wir profitieren, wenn Sie profitieren. Verstehen Sie, was ich meine damit, ja? Ja, so halbwegs. Bitte? Ja, so halbwegs. Ja. Okay, Sie können mit minimalem Startkapital einsteigen, wie gesagt, mit 250 Euro. Und von uns bekommen Sie dazu 250 Euro, damit Sie was auf unsere Kosten auszuprobieren zu können. Welche Möglichkeiten haben Sie zu investieren? Wenn ich jetzt fragen darf, haben Sie Visa, Master, PayPal, Online-Bank oder wie können Sie es aktivieren? Weiß ich nicht, wie meinen Sie das denn? Wie können Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Sie brauchen investieren 250 Euro auf Ihre Handelskonto. Welche Möglichkeiten haben Sie dazu? Haben Sie Visa-Karte, Mastercard, PayPal, Online-Banking oder wie können Sie aktivieren? Ach, da braucht man Geld zum Aktivieren. Genau. Dann bekommen Sie von uns auch dazu 250. Ach so, und wie machen Sie das mit den 250? Wann bekommt man die? Also auf Ihre Handelskonto. Kriege ich noch eine Antwort auf meine Frage? Ja, bitte? Ja, kriege ich noch eine Antwort auf meine Frage? Also auf Ihre Handelskonto bekommen Sie diese Summe. Ja, aber woher kommt denn das Geld da, die 250 Euro, die ich da geschenkt bekomme? Also, Sie investieren 250 Euro und von uns bekommen Sie auch dazu 250 Euro auf Ihre Handelskonto. Sichern Sie auf Handelsplattform, auf unsere Plattform. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Ich kann die ganze zeigen. Ich würde dann erstmal da die 250 Euro nehmen, die Sie da verschenken. Also, ich verschenke gar nichts, weil, also Sie wissen selber, ja, ohne nichts kommt nichts. Also zum Verschenken habe ich gar nichts, aber was ich von meiner Seite machen kann, wenn Sie Ihre Handelskonto mit 250 Euro aktivieren, von mir bekommen Sie auch dazu 250 Euro.
damit sie Möglichkeit haben, auch unsere Kosten auszuprobieren und austesten zu können und Erfahrung damit sammeln, ja? Ja, aber gerade haben Sie ja gesagt, Sie verschenken nichts. Und jetzt sagen Sie doch, Sie verschenken was. Nein, ich verschenke das nicht. Na, und wie? Aber Sie haben doch gesagt, da gibt es 250 Euro gratis. Das ist doch dein Schenken. Also, es ist kein gratis. Ich habe dieses Wort nicht benutzt. Wenn Sie aktivieren Ihre Handelskonto, dann bekommen Sie Willkommensbonus 250 Euro dazu. Genau so habe ich gesagt. Ja, dann nehme ich nur den Willkommensbonus. Also nur Willkommensbonus können Sie nicht nehmen. Also Sie sollen zuerst es aktivieren, dann bekommen Sie dieses Willkommensbonus, ja? So, warum denn? Also ich kann die dieses Plattform zeigen. Unter welcher E-Mail kann ich jetzt die E-Mail, unter welcher E-Mail können Sie E-Mail erhalten? Na, haben Sie doch keine E-Mail-Adresse von mir drin stehen? Und dann war sie ganz schnell weg. Tja, Fragen beantworten, wissen wir ja mittlerweile, haben die Betrüger nicht unbedingt so gut drauf und versuchen immer irgendwie allen Fragen möglichst viel auszuweichen. Also, wenn sie nicht ausweichen, dann kommt jede Menge Müll. Aber schon Wahnsinn. Tja, da will man einfach nur die E-Mail-Adresse nicht sagen. Jedes andere Unternehmen würde sagen, gut, dann ist das halt so, dann kriege ich halt keine E-Mail-Adresse und die wird dann einfach aufgelegt. Aber ich habe euch heute noch ein Telefongespräch mitgebracht. Hallo, guten Tag. Ich bin bitte Herr Alfred Erret. Ja, hier steht lang, ist mein Name, bitte. Ich melde mich vom Beratungsunternehmen. Ja, und Herr Alfred, ich möchte ein paar wichtige Punkte zu erklären über Kryptowährungen. Wer zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, ja und überhaupt, was passiert auf dem Kryptomarkt? Vielleicht kennen Sie diese Sache, oder? Es ist ganz neu für Sie. Ja, weiß ich nicht. Möchten Sie nicht sich vielleicht das noch vorstellen und erzählen, von welcher Firma aus Sie anrufen? Ich melde mich von MBG Solutions, MBG, Martha Beata Gertrud. Ja, und die Aussage ist, dass denn ich möchte diese wichtige Information geben Ihnen, damit können Sie Ihre Gewinn zu maximalisieren auf dem Kryptomarkt, ne? Wir beraten unsere Kunden die professionelle Unterstützung über Kryptowährungen. Zum Beispiel, welche Kryptomünzen hat derzeit Preispotenzial oder heutzutage gute Möglichkeiten, Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Na, und alle diese Informationen, Tipps und Signale, Sie bekommen von unserer Seite kostenlos. Herr Alfred, als wissen Sie, auf dem Kryptomarkt gibt es nicht nur Bitcoin oder Ethereum. Wissen Sie das, ja? Ja. Ja, gibt es viele verschiedene Kryptomünzen, mehr als 3000. Das bedeutet 3000 Möglichkeiten, Geld zu verdienen, aber ja, für das wissen Sie, Kryptomarkt funktioniert so, ne? Manchmal der Preis für Kryptomünzen steigt hoch und manchmal geht es unter. Ist das richtig, ja? Ja, deswegen, Sie brauchen den genauen Zeitpunkt, wann zum Beispiel sollen Sie anfangen, Ihre Investierung auf dem Kryptomarkt. Wie lange halten zum Beispiel, wann verkaufen und natürlich damit Gewinn zu haben, ja? Der Prinzip ist ganz einfach. Viel kaufen und teuer verkaufen, aber das passiert die richtigste Zeitpunkt, ne? Und diese Information bekommen Sie von unserer Seite, ja? Weil, Herr Alfred, wir sind eine große Firma, wir haben eine Expertenabteilung. Dort arbeiten mehr als 200 Experten. Und diese Leute jeden und ganzen Tag analysieren Kryptomarkt und prognosieren zum Beispiel, welche Kryptomünzen ist besser heutzutage für Investierung. Verstehen Sie das, ja? Nicht so richtig. Aus welchem Land rufen Sie dann an? Ich melde mich von Österreich, ne? Von Wien. Handelsgeist 92 ist unsere Adresse, bitte. Wie war die Adresse? Handelsgeist 92, bitte. Ich hab's noch nicht verstanden. Handelsky 92, Handelsky. In Wien. Handelsky, genau, 92 ist Nummer. Und warum findet man Ihre Firma da nicht unter der Adresse, wenn ich die bei Google eingebe? Ja, das können Sie machen, kein Problem. Ja, aber warum findet man Sie da nicht? Sie können nicht finden? Nee. Okay, dann Sie können ganz einfach unsere Webseiten sehen, ne?
Ich werde buchstabieren. Okay? Also ich habe überprüft und ich suche diese Adresse. Und ja. Das weiß ich nicht, warum geht so bei Ihnen? Das steht nicht drin bei Google. Da seid ihr nicht zu finden mit eurer Firma. Einen Moment bitte. Mhm. Ja. Handelskai 92. Handelskai. Ja, findet man nicht da. Also da seid ihr nicht als Firma registriert unter der Adresse. Das weiß ich nicht, warum passiert so bei Ihnen, aber bei mir ist findet, hier Alfred. Ja, na, das ich kann einfach die Webseiten sagen, den Namen der Webseiten, wo können Sie diese Information finden, ne? Können Sie auch schreiben jetzt? Ja, also schreiben kann ich schon, nur das Problem ist, dass ihr da unter der Adresse nicht zu finden seid und dann nützt mir ja auch eure Webseite nicht, wenn die Adresse ja schon da ist. Das ist unmöglich. Herr Alfred, ich werde jetzt buchstabieren unsere Webseiten. Sie können diese Adresse dort auch sehen, ne? Und vielleicht Sie haben nicht so richtig verstanden. Also ich kann diese Adresse auch buchstabieren. Oder? Wann möchten Sie? Ich kann den Link von dieser Webseiten per E-Mail schicken. Nö, wie heißt denn die Webseite? Wie bitte? Ich habe gefragt, wie die Webseite heißt. Ja, die Webseite heißt MPG, M wie Martha, B wie Bertha, G wie Gertrud, Minuszeichen, Solutions, S wie Sandra, O wie Otto, U wie Ulrich, L wie Lia, U wie Ulrich schon, T wie Theodor, I wie Ingrid, O wie Otto nochmals, N wie Nordvoll und S wie Sandra am Ende. MBG-Solutions. Ja, und wo steht da jetzt eure Adresse? Handelsguide 92, bitte. Ja, wo steht denn die Adresse? Haben Sie geöffnet, diese Webseiten? Ja, und ich würde gerne wissen, wo die Adresse steht. Ganz oben, Rechtsseite, sehen Sie nicht? Nee, ganz oben rechts steht nicht, da ist keine Adresse von euch. Okay, Herr Appel, dann machen wir so. Ich werde gerade per E-Mail schicken, der Link, okay? Und ganz einfach drücken Sie darauf und Sie werden weiterleiten nach andere Fenster und Sie können das alles dort sehen, okay? Und welche E-Mail-Adresse schicken Sie das? Das ist Ihre E-Mail-Adresse. Steinchen@gmail.com, ist das richtig? Nee. Ach so, es ist nicht richtig. Steinchen, wir haben diese E-Mail. Können Sie buchstabieren, mir? Was denn? Nochmals bitte? Was denn? Herr Alfred, ich habe nicht gehört. Bitte, können Sie noch was von Anfang? Ja, was denn? Buchstabieren mir bitte Ihre E-Mail. Ach so, dann soll ich jetzt meine E-Mail-Adresse... Ja. Aber das dauert, ne? Ja, kein Problem. Ja. Denn ein S? S? Ja. Haben dann Sie? Bitte? Ja. Denn ein O? O? Denn ein U. U? Ja. Ein T. T. Ein X. X. Mhm. Eine 9. 9? Ja. Aha. Denn eine 8. 8. Ja, ein Q. Q? Ja. Aha. Noch ein Q. Aha. Denn eine 4. 4? Ja. Aha. Denn ein X. Nochmal X? Ja. Okay. Ja, dann eine 4. 4 noch? Mhm. Eine 5. 5. Ja. Dann wieder ein Q. Okay. Ja. Dann ein Ad-Zeichen. Aha. Dann ein M. Aber welche Zeichen bitte? Ein M. N-M. Ja, ein M. Nur ein M, nicht zwei. Nur N und M. Nein, ein M, wie Muschi. Oder Maulkatze. Maus. Ja, meinetwegen auch das. Okay, Herr Alfred, bitte sagen Sie mir nach dem Q, ja? 4, 5, Q und dann? Na, haben Sie das Ad-Zeichen jetzt oder nicht? Ja, bitte? Ja, dann ein M. M? Ja, ein D. D? Ja, ein C. C? Noch ein C. Aha. Ein F. F? Ein U. Ja, bitte? Ein N. N und .de.
Und was bitte am Ende? .de. .de. Ja. So, überprüfen wir das nochmal, ja? Sox 98 QQ 4X 54. Ne, 45, entschuldigen Sie mich, Q, MDCC von .de. Mhm. Alles klar, okay, Sie bekommen jetzt eine Nachricht von Herr Tollang. Einen Moment, bitte. Mhm. Okay. Können Sie überprüfen Ihre E-Mail, bitte? Haben Sie schon geschickt? Ja, ja, ich hab. Dann gehe ich mal gucken. Okay. Ist noch nichts da. Okay, warten wir kurz dann. Hm. Ah ja, jetzt ist was da. Okay. Mhm. Der erste ist die Webseiten, Link von Webseiten, und zweite ist Adresse. Ach ja. Ja, aber da befindet sich unter der Adresse in McDonald's. Sie suchen im Google, bitte? Ja, bei Google zeigt er mir an, dass unter der Adresse ein McDonald's zu finden ist. In der Tat. Ich habe die Adresse einfach mal gegoogelt und in Google Maps mir das ganze Grundstück und das Areal einmal ringsherum angeschaut. Da befindet sich nicht die genannte Firma. Unter der Adresse finden wir ein McDonald's unter anderem. Also auch noch andere Dinge, aber hauptsächlich ein McDonald's ist da genau unter dieser Adresse. Da frage ich mich, was will der mir hier eigentlich genau erzählen? Das ist immer wieder interessant. Die Betrüger, die erzählen irgendwelche schönen, netten Geschichten, die sich vielleicht auch noch halbwegs irgendwie glaubwürdig anhören. Und wenn man dann alles mal überprüft, was die eigentlich sagen und zum Beispiel mal die Adresse ja bei Google einfach nur eingibt und dann Google Maps mal aufmacht, dann kann man ja ganz genau sehen, auf was, ja, was dahinter dieser Adresse genau steckt. Ja, und wenn als allererstes ein McDonald's aufgelistet wird, dann kann es wohl keine Trading-Firma sein. Ich meine, könnte natürlich auch sein, dass die sich alle in dem Kinderzimmer von McDonald's, gibt ja diese abgetrennten Spielräume manchmal noch, dass die sich da einfach alle mit dem Telefon reinsetzen und das irgendwo im Hinterzimmer machen und nebenbei dann noch schön einen Burger sich reindrücken. Und so hört sich's ja meistens an von dem Lautstärkepegel, den man da am Telefon hat von den komischen Betrügern. Ja, also, weiß ich nicht. Und das soll seriös sein? Also stellt mal vor, also nur alleine, wenn man die Adresse schon hier von dem Laden überprüft, findet man nicht mal irgendwie einen Bürokomplex in dem Sinne. Und ja, McDonald's. Interessant. Also schön, dass wir hier traden in der Burgerbude. Oh mein Gott. Okay, einen Moment. Ich werde noch... Ja, ich habe jetzt eure Adresse kopiert aus Wien. Und da befindet sich ein McDonald's unter der Adresse. Ah ja, ja, Alfred. Ja. Haben Sie diese Webseiten geöffnet? Ja, unter Handelskai 92 in Wien... Mit der Postleitzahl 1200 befindet sich eine Filiale von McDonald's. Es ist eine große Filiale. McDonald's steht auch hier. Ja gut, weil aber man kann, ja hier mit Google Street Store gucken. Haben wir Pause, wir essen diese McDonald's auch. Ja, ja, aber man kann ja hier letztendlich mit Google Street View sehen, was da so alles vorhanden ist. Und ihr seid das nicht. Ja, das ist Gebäude, ja? Mhm. Und gibt es viel... viele Offizien dort. So, was er mir jetzt hier erklären möchte, ist, dass das Ganze so eine Office-Adresse ist. Sowas gibt's ja alles. Na, also es kann auch sein, dass über einem Einkaufszentrum noch ein Callcenter drüber ist. Aber dann findet man auch irgendwo einen Hinweis auf dieses Callcenter. Dann findet man bei Google definitiv einen Eintrag von diesem Callcenter. Das geht bei Google schon von ganz allein. Da braucht nur irgendjemand mal über irgendwas schreiben und schon ist die Filiale hinterlegt, auch wenn die Firma das nicht selbst getan hat. Google ist ja intelligent, das wissen wir ja alle. Also die stecken überall drin und die wissen auch alles. Die wissen von jedem alles. Und naja, dann wissen sie auch, wo eine Firma ist. Und das ist ja auch tatsächlich in Deutschland so. Macht irgendwo ein neuer Laden auf, dann pflegt der sich von ganz allein ein. Da braucht nicht mal der Geschäftsinhaber was dazu tun. Sollte man, wenn man Werbung machen will in der heutigen Zeit. Aber hieran erkennt man schon wieder, dass da irgendetwas faul ist. Denn die sind da definitiv nicht. Oder vielleicht ganz neu. Das wäre natürlich vielleicht noch eine Ausrede. Aber naja, dann kann es ja auch kein wirklich seriöses Unternehmen sein, wenn sie mir hier was von jahrelangen Erfahrungen erzählen wollen und dann niegelnagelneu an der Adresse sind. Tja, passt alles vorne und hinten nicht, was er erzählt. Ist das nicht nur McDonald's? Ja, aber ihr seid ja nicht oder bei Google gelistet. Warum steht ihr denn nicht bei Google drin? Ich weiß das nicht. Ja, ist ja irgendwie unseriös, ne, wenn man unter der Adresse gar nicht zu finden ist.
Nee, Herr Alfred, gucken Sie, Sie haben gefunden schon die Adresse. Ja. Die Gebäude haben Sie auch gesehen, ja, im Google. Ja. Und das... Und in diesen Gebäuden ja, aber gibt ihr, es einfach viele Firmen. Ja, aber ihr nicht. Kann man ja gucken. Aktien. Man kann ja gucken, wer da ansässig ist und ihr seid das nicht. Sie können das ganz einfach... Der Unternehmer, der ist entschieden, ne? Ja, aber ihr seid ja da nicht registriert. Ihr seid da nicht vorhanden. Noch was bitte? Ja, euch gibt es da nicht. Was gibt es nicht, Herr Affelt? Ja, eure Firma gibt es da nicht. MBG Solutions gibt es da nicht. Herr Affelt, in diesem Gebäude gibt es viele andere Firmen. Ja, und ich sehe alle Firmen aufgelistet. Welches gibt es nicht im Google? Alle, was Sie sagen, das sind alle Firmen, was auf dem Bild nur sein im Google. Ja, erstmal grundsätzlich, fast alle Firmen der Welt sind bei Google zu finden, denn letztendlich jede Firma lebt davon, dass sie bekannt ist. Und davon abgesehen gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn man sich dieses Gebäude da rausgesucht hat und es ist ein Bürokomplex, dann gibt es immer die Möglichkeit, auf die Webseite des Bürokomplexes zu gehen. Und dort sind in der Regel auch alle Sachen aufgelistet, die in dem Gebäude so vorhanden sind. Hat ja auch was mit Werbung von dem Gebäudebetreiber zu tun. Ne? Also es gibt ja Gebäude, wo man nur Büros anmieten kann. Ne? Also es ist ein riesen Bürokomplex, da sitzen dann ganz viele verschiedene Firmen drin. Ganz oft sind halt Callcenter oder irgendwelche Startups. Kleinere Unternehmen, die halt keine eigenen Gebäude haben, halt Bürounternehmen. Ja, aber komischerweise, egal wie man es dreht und wendet und egal wie man da sucht und findet und guckt, man findet diese Firma definitiv nicht an dieser Adresse. Und das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass hier richtig was faul ist. Und er schafft es ja auch nicht, mich irgendwie davon zu überzeugen, dass hier was Wahres an der Geschichte dran sein soll. Das passiert nicht. Ja, seriöse Firmen sind alle bei Google, ja. Doch, schon. Also ihr seid da nicht drin. Und ihr seid auch nicht unter dem Gebäudekomplex vom Inhaber zu finden. Sie haben vielleicht nicht so richtig verstanden. Na doch, schon. Ich bin ja hier auf der Adresse. Wir haben... Mhm. Dann sagen Sie mir mal, welches Einkaufsgeschäft daneben an noch ist. Noch was bitte? Dann sagen Sie mir bitte, welches Einkaufsgeschäft dort noch zu finden ist vor Ort. Welches Lebensmittelgeschäft? Welches Lebensmittelgeschäft gibt es denn da? Wir sind einfach Beratungsunternehmen. Wir beraten nur Informationen über Kryptowährungen. Ja. Verstehen Sie das? Mhm. Dann verraten Sie mir mal, wie weit der Bahnhof von dem Gebäude weg ist. Nochmal bitte, ich habe nicht gehört. Ja, wie weit ist denn der Bahnhof weg von Ihrem Bürogebäude? Ungefähr 200-300. Nö. Auch nicht. Tja. Herr Affelt, einen Moment bitte, ne? Ich habe nicht verstanden, Ihre Fragen. Oder ja, was ich haben schon. Sie nicht verstanden? Ja, ich habe das schon verstanden, dass das hier Betrug am Telefon ist und dass Sie mir was vom Pferd erzählen wollen. Sie existieren unter der Adresse mein nicht. Also diese Fragen hätte man doch jetzt wirklich leicht beantworten können. Wenn man dann in diesem Gebäude ansässig ist und angeblich die Daten von dem Unternehmen nirgendwo gelistet sind, aber er ja weiß, dass dann McDonald's an dieser Adresse auch zu finden ist, dann hätte er mir doch jetzt ganz klar sagen können, welches Lebensmittelgeschäft in diesem Einkaufszentrum, was da in dem Gebäude mit drin ist, was man da, ja, also ihr wisst, was ich meine, ne? Also ich meine, wenn ich da arbeite dann und er meint, ja, bei McDonald's, da geht er auch essen, dann weiß er auch, welches Lebensmittelgeschäft direkt neben McDonald's ist. Tja. Aber das weiß er nicht. Er weiß ja nicht mal, wie weit der Bahnhof weg ist. Schon irgendwie interessant. In der Großstadt kann man ja schon relativ großzügig davon ausgehen, dass die Leute eh mit dem Zug unterwegs sind vom Bahnhof aus. Ne? U-Bahn und sowas in der Großstadt. Die wenigsten haben in der Großstadt ein eigenes Auto, weil man es da halt einfach nicht braucht. Und von daher müsste man dann schon wissen, wie weit ist der Bahnhof weg. Und wenn ich da jeden Tag zur Arbeit gehe, dann weiß ich auch das Umfeld, was da so alles ringsrum ist. Ne? Also schon irgendwie interessant. Aber gut, dabei haben wir ihn wohl ertappt. Herr Affelt. Der wird Ihnen auch nicht helfen, der Gott. Vielleicht Sie haben schon getroffen mit betrügerischen Leuten, ne? Ja, ich weiß, dass ihr Betrüger seid. Ihr seid ja unter der Adresse nicht zu finden. Herr Affelt, einen Moment bitte. Lassen Sie mir etwas zu erklären, ne? Als habe ich es schon gesagt, wir sind ein Beratungsunternehmen. Wir beraten unsere Kunden nur Informationen über Kryptowährungen. Wann ist es interessant für Sie? Ich kann diese Informationen Ihnen geben.
Aber Sie werden ja als Firma gelistet sein, oder nicht? Wann nicht, wir können das ganz einfach beenden. Also Sie fragen, wo steht Ihre Firma? Ja, die existiert ja nicht. Ich habe das auch gezeigt. Nee, haben Sie nicht. Sie haben diese Gebäude gesehen? Ja, aber da seid ihr ja nicht drin. Ihr seid in dem Gebäude nicht vorhanden. Das ist eine Lüge. Herr Affetter, also denke ich mal, Sie machen jetzt Spaß. Nee, das ist kein Spaß. Wir verlieren das Zeit. Das ist Betrug, den ich hier aufdecke. Meine Zeit und Ihre Zeit auch. Und wir können das ganz einfach beenden, weil Sie gar keine Interesse haben, ne? Ja, aber schämen Sie sich nicht dafür, Leute zu betrügen? Wir schon 17 Minuten, ja, und über... Ja. Okay, ganz einfach beenden wir. Ja, ich habe keine Lust mehr. Ah ja, so beendet ein Betrüger das Gespräch immer, richtig. Richtig, er hat keine Lust mehr, sich mit mir weiter zu unterhalten. Tja, ich würde einfach nur sagen, da sind ihm wohl die Argumente ausgegangen, um das irgendwie noch ins rechte Licht zu rücken. Tja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos von dem Kanal. Da könnt ihr gerne die Zeit bis zum nächsten Video überbrücken. Ich bedanke mich für euren Besuch. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.